Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Vital Body Plus Video. Meine Pillendose. Ich habe jetzt, wir haben eigentlich gedacht, dass wir am siebten Tag uns wiegen, also wir wiegen uns ja sowieso jeden Tag, aber dass wir da den Umfang machen, nein, das haben wir dann gesehen, das ist nach den sieben Tagen, also am achten Tag. Das ist heute. Wir haben jetzt seit 8 Tagen Vital Body Plus gemacht. Meine Frau hat übrigens mehr abgenommen als ich. Ich habe weniger abgenommen, weil ich gesündigt habe, gebe ich auch zu. Ich habe echt Probleme. Muss ich auch sagen, meine Frau hat keine Probleme. Die isst Gurke, Zwiebel, Tomate, Paprika, Zwiebel, ist egal. Alles, der hat überhaupt keine Probleme. Aber gestern gab es einen ganz tollen Salat, hat meine Frau gemacht. Und ich habe gedacht, na, jetzt isst er denn halt mal mit. Rucola mit Tomate und Paprika. Und Gurke. Leute, es war so widerlich. Es war so widerlich. Absolut ekelhaft. Ich habe es nicht runtergekriegt. Das ist jeder Bissen im Mund ist mehr geworden. Und beim Unterschlucken kam es wieder hoch. Ekelhaft. Ich weiß nicht, meine Frau hat damit keine Probleme, ich komme an sowas nicht ran. Ich finde es einfach nur richtig ekelhaft. So Tomatensuppe und sowas esse ich, wenn es so gemacht wurde. Aber roh, ist einfach nur widerlich. Ich habe es mir dann einfach mit Pürierstab als Smoothie gemacht und habe es dann als Smoothie getrunken. War auch nicht gerade besser. Aber es kam nicht gleich wieder hoch und es war erträglicher. Jetzt werde ich das so machen. Jedes Mal, heute gibt es wieder Rucola-Salat. Jedes Mal, wenn es sowas gibt, wie heißt das Ding, was ich dazu esse? Nee, das andere. Kohlrabi. Kohlrabi esse ich dazu. Und die anderen Tage esse ich dann halt Blumenkohl oder ich werde mir noch demnächst nochmal eine Kohlsuppe machen und so. Aber nach 2 Tagen Mittag und abends Kohlsuppe ist die Luft erstmal raus. Also ich weiß nicht, wie die Leute das mit einer Kohlsuppendiät schaffen. Also ihr könntet nicht. Wir haben aber durch Vital Body Plus richtig coole Rezepte kennengelernt. Wie gesagt, die Kohlsuppe ist von Vital Body Plus. Die habe ich so gemacht. Das Einzige, was ich nicht gemacht habe, weil wir nicht da hatten, weil wir vergessen haben zu kaufen, wo wir einkaufen waren. Wie heißt das Ding, was da so verschrumpelt aussieht? Das, was man so reibt, was so teuer ist. Ingwer haben wir vergessen. Das werde ich aber nächste Mal bei der Suppe dazu machen. Ingwer soll nämlich auch für Abnehmen sein. Vielleicht habe ich deswegen nicht so viel abgenommen wie meine Frau. Dann die Sauerkraut-Hackfleisch-Pfanne-Topf. Wie heißt das? Einfach nur Sauerkraut-Hackfleisch. Hackfleisch-Sauerkraut-Pfanne oder so. Hackfleisch-Sauerkraut-Pfanne, ich weiß es nicht. Ich habe es in meinem Telegram-Chat habe ich es ja für euch geteilt, weil ihr das wolltet. Und habe ich den Link irgendwo anders geteilt? Weiß ich nicht. Das klang im ersten Augenblick total ekelhaft. Wo meine Frau gesagt hat, heute gibt es Sauerkraut mit Hackfleisch. Dachte ich, ugh. Und dann habe ich sie gegessen und dann dachte ich, pff. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig war. Und dann nach so 2, 3, 4 Bissen, doch, ist lecker. Und jetzt hoffe ich, dass meine Frau das diese Woche nochmal macht. Ich wollte es ja machen. Da hat meine Frau gesagt, nein, dann esse ich es nicht. Dann ist es nicht durch meine Hand gegangen. Und ich habe damals selbst 5 Minuten Fixtüten versaut. Und da steht es auch drauf, was man machen muss. Deswegen hat meine Frau gesagt, sie macht das. Wenn es, dann sie. So, aber jetzt kommen wir mal zu dem, was wir abgenommen haben. Ich werde euch erstmal ich verberge nichts vor euch. Hier ist mein Heft. Ich werde jetzt hier ablesen. Ich werde euch jetzt mein Gewicht von Anfang an bis jetzt vorlesen. Außer Tag 2, da haben wir vergessen zu messen. So. Da sind wir eine Zeile verrutscht, genau. So, also angefangen habe ich mit 116,5 Kilo. Dann am ersten Tag, nach den Ladetagen, und nee, quatschen, doch, am ersten Tag, wa? Ja. Da habe ich 114,4 gehabt. Zweiter Tag weiß ich nicht.
Dann dritter Tag 113,6. Vierter Tag 113,4. Fünfter Tag 112,8. Sechster Tag zugenommen, weil ich sündigt habe bei Schwiegermutter ein ganz kleines Stückchen Schnitzel gegessen. Müh, vielleicht auch zwei. Und wo meine Frau weggeguckt hat, vielleicht auch drei, aber mehr auch wirklich nicht. 113,0. Dann am siebten Tag 111,8. Da habe ich gut abgenommen, da habe ich 2 Kilo abgenommen. Naja, nicht ganz. So, aber wenn man sich das schön redet, dann klingt das besser. So, und jetzt am achten Tag, also heute, 110,7. Also ich habe roundabout 6 Kilo abgenommen. 5,8. Meine Frau hat betont, 5,8 habe ich abgenommen. Man kann auch 6 sagen, das klingt schöner. Fast 6. Meine Frau hat fast 8 Kilo abgenommen, wa? Mhm. 7 Kilo und noch was. Ich weiß nicht, was sie vorher gewogen hat. Ich weiß auch nicht, was sie jetzt wiegt. Sie wiegt sich immer alleine. Ich darf nicht mit bei sein. Den Umfang von meiner Frau weiß ich auch nicht, aber der ist vom Ergebnis wie meiner. Aber ich weiß die Zahlen nicht, weil die verheimlicht sie von mich. Von mir. Geht doch um dich. Ja. Aber dann dürfte ich das doch wenigstens wissen. So, also. Taille. Vorher? Gemessen am zweiten Ladetag 113,5. Nach 7 Tagen 113,5. Nix. Gesäß. Nach dem zweiten Ladetag 113,7. Jetzt 111,0. Also nichts sind da. Ne? Oberschenkel links. Nach dem zweiten Ladetag 65,6. Jetzt 65,7. Oberschenkel rechts. Nach dem zweiten Ladetag 65,5. Jetzt 66,7. Also da habe ich zugenommen. Das kann aber Muskelmasse sein, weil wir uns ja auch viel bewegt haben. Und durch den Shake, oder ich weiß es nicht, der Körper baut ja auch auf. Und Muskeln sind schwerer als Fett, wa? Ja, Muskeln sind schwerer als Fett. Also ich weiß nicht, also ich habe jetzt, wie gesagt, gut abgenommen. Laut Waage. Messen, sehen tut man es nicht. Meine Mutter sagt gleich zu meiner Frau, die kam gestern, oh, du hast aber schön abgenommen. Mindestens 7 Kilo. Und sagt meine Frau, ja, wo erwischt ne? Das sieht man. Zu mir hat sie nicht gesagt, ach, du hast das schön abgenommen. Mensch, mindestens 5, 6 Kilo hast du weniger. Nichts. Nichts, sagt sie. Meine Frau, ja. Ich nicht. Ja. Also, wie gesagt, es funktioniert. Wir haben auch keine Mangelernährung oder irgendwas. Also, wir fühlen uns eigentlich sehr gut, oder, Hasi? Ich habe auch nicht zwischendurch Hunger oder so. Und nochmal für die Leute, die gedacht haben, dass das Chemie ist. Es ist keine Chemie. Also, so habe ich jetzt nicht hier. Ich muss euch die Pillen zeigen. Nee, ich will die Pillen direkt zeigen, dass man es besser sehen kann. Ich nehme praktisch vor dem Essen, nicht vorm Frühstück, nur vor dem Mittag und vor dem Abendbrot nehme ich so eine. Das ist ein Appetitzügler, die heißen, ich habe vergessen den Namen wieder. Redoxol. Ist unnatürlich, oder? Da ist Glucomanan drin. Was? Glucomanan. Meine Frau kennt sich da besser aus als ich. Und die kann sich sowas merken. Ich habe ein Namensgedächtnis wie ein... Aus der Kognakwurzel. Aus der Kognakwurzel wird das gemacht. Also rein pflanzlich. So. Dann... Ja, mit Kapselhülle. Ja, das, sonst muss man ja irgendwie runterkriegen. So, dann haben wir hier 2er. Seht ihr das? Ja, 2er. Die sind auch rein pflanzlich. Ich weiß jetzt nicht, welche von welcher was ist, aber eine... Welche? Die dunkle ist das Traubenkernextrakt? Das ist Traubenkernextrakt. Also praktisch aus... gemahlene Traubenkerne, kann man sagen. Gemahlene Traubenkerne. Also natürlich. So. Außer die Kapselhülle. Der zweite ist natürlicher Schwefel. Organischer Schwefel. Das habe ich immer falsch gesagt. Organischer Schwefel, der ist auch in der Natur und der ist halt gut für den Körper, aber der ist so bei normalen Lebensmitteln nicht mit bei. Und ich kenne ganz viele, die das auch nehmen und sagen, ist gut für den Körper. Und jetzt kommt das Einzige, was nicht so in der Natur rein vorkommt, und das ist das. Das ist eine Gelkapsel.
Da ist Fischöl drin. Ja. Also es kommt, Fischöl kommt so in der Natur nicht vor, weil da muss man im Fisch häckseln und. Ja, das ist klar. Also ganz normales Fischöl. Und dann braucht man halt kein Fischöl trinken, deswegen ist das da. Das ist das sind Nahrungsergänzungen oder. Nahrungsergänzungsmittel. Genau, Nahrungsergänzungsmittel, dass man keine Mangelerscheinung hat. Zum Beispiel, wenn ich mich jetzt jeden Tag von Pommes ernähren würde, dann hätte ich Kartoffeln drin, ich würde ein bisschen Ketchup kriegen, vielleicht Mayo, naja. Aber na gut, erster Linie Sauerrahm, weil ich esse das gerne mit Sauerrahm. Dann hat der Körper irgendwann Mangelerscheinungen. So, ihr kennt es vielleicht vom Geschichtsunterricht, Skorbut auf See. Da haben die Seemänner Skorbut gekriegt, da sind die Zähne ausgefallen und so, weil sie eine Mangelernährung hatten. Ja, Vitamin-C-Mangel. Und dafür ist halt praktisch, also überspitzt dargestellt, also nimmt mich nicht beim Wort. Dafür sind diese jetzt, die ich hier schon gemacht habe, in meine Fächer für Mittag und Abends, dafür sind die da, dass wir halt, obwohl wir jetzt mehr von Obst und Gemüsen leben und halt immer Fleisch mit dazu haben, dass wir keine Mangelerscheinung haben, dass uns irgendwas fehlt oder irgendwas. Weil unsere, die Kost ist ja sehr reduziert vom Brennwert, war oder von was ist das reduziert? Ja, vom Brennwert ist es sehr reduziert. Und dafür, dass wir keine Mangelerscheinungen haben, nehmen wir das. Und das gehört jetzt nicht dazu. Das nehmen wir auch noch. Das ist Globuli. Das ist Süßstoff, auf Deutsch eigentlich, wo meine Frau hat es mir erklärt. Das ist Süßstoff und da ist auf den Süßstoff oder in den Süßstoff ist die Information, Von dem Hormon HCGV. Von HCG raufgespielt. Ja, genau. Also nicht das Hormon selber, man kriegt die Information von diesem Hormon. Das, was das Hormon eigentlich im Körper bewirkt. Also das, was im Körper bewirken soll. Und das soll im Körper bewirken, dass die Fettzellen aufgehen und dass sie raus. Durch die reduzierte Kalorienzufuhr wird halt auf die geöffneten Fettzellen zugegriffen und somit werden auch hartnäckige Fettdepots angegriffen. Durch diese Kur, was wir jetzt gerade machen, wirkt das auf die hartnäckigen Fettzellen und die werden halt auch aufgemacht und dann kann das besser abgeführt werden. Ja, also wie gesagt, wir haben beide abgenommen. Meine Frau mehr als ich, sie hat auch nicht gesündigt, ich habe gesündigt. Ich stehe aber auch dazu, dass ich gesündigt habe. Ich bin halt nicht stark genug gewesen. Es ist aber auch schwer, muss ich auch sagen. Ich sage nicht, dass es leicht ist. Aber man sieht halt Erfolge. Also man nicht, wenn ich an mir runtergucke oder mir die Arme angucke, sehe ich keinen Erfolg. Die Waage sagt, ich habe einen Erfolg. Jetzt sollen wir mal gespannt, wie jetzt die nächste Woche ist. Also wenn ich jetzt nochmal 6 Kilo abnehmen sollte und meine Frau nochmal 8 Kilo abnehmen sollte. Also rein theoretisch müsste man es denn irgendwo sehen. Hoffen wir doch. So, im Umfang der Hose wäre nicht schlecht, wa? Vielleicht sind wir auch zu fett, dass man das erstmal gar nicht sieht. Wir sind zu fett, dass man das nicht sieht? Ja. Hä? Naja, wenn du eine bestimmte Masse hast, ja, und dann ein paar Kilo abnimmst, dann sieht man es halt nicht sofort. Frau sagt gerade, vielleicht sind wir nur zu fett, dass man es sieht, weil wenn man eine bestimmte Masse hat und dann abnimmt, dann sieht man das nicht sofort. Ja. Das kann möglich sein. Ich weiß ja nicht, was meine Frau wiegt. Ich darf es ja auch nicht wissen. So, dann würde ich sagen, dann wartet jetzt für den ersten Wiegetag, also Tag 8 plus ersten Wiege- und Vermessetag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Link zur Webseite und zum Amazon, wo ihr bei Amazon kaufen könnt. Ihr könnt es auch über die Webseite kaufen. Habe ich alles unten in die Videobeschreibung gemacht. Da könnt ihr gerne mal reingucken. Ich versuche mal auch noch, wenn ich es noch finde, das Rezept vom Sauerkraut-Pfanne-Topf-Dingsbums und von der Kohlsuppe zu verlinken. Mache ich euch auch unten in die Videobeschreibung, könnt ihr gerne mal reingucken. Sehr interessant. Achso, wir trinken jetzt Wasser, habe ich immer noch Probleme, so viel zu trinken. Außer jetzt, wo es so extrem heiß war, da habe ich so ja 4 Liter getrunken. Ich habe auch nachgefragt bei Vital Body Plus, weil wir haben ja einen persönlichen Ansprechpartner sozusagen. Also jeder, der das bestellt, hat auch einen Ansprechpartner. Der kann da telefonieren und kann sagen, ey, pass mal, ich habe Probleme. Ja, dann machst du das so und so und so. Die sind total toll da. Und da habe ich gefragt, wie sieht es denn aus? Weil nur Wasser ist echt eklig auf Dauer. Und weil ist ja keine Kohlensäure. Wir dürfen ja nicht keine Kohlensäure. Darf ich meinen Vital Body Plus nehmen? Nee, Quatsch.
Best Body. Jetzt komme ich ganz damit durcheinander. Mein Best Body nehmen. Das ist so eine 1 Liter Flasche Sirup. Die habe ich schon öfters mal in meinem Odima Shoppen gezeigt. Low Carb. Ist die kostet 9. Kommt man drauf an, wo man kauft. So im Schnitt zwischen 9,40 Euro und 12 Euro. Und dann kriegt er 80 Liter raus. Und dann mache ich dann halt auf eine so eine 1,5 Liter Pulle, also die jetzt nicht, die ist von meiner Frau. Meine ist gekühlt im Kühlschrank mit grüner Tee Limette. Dann mache ich auf eine so 1,5 Liter Pulle, mache ich ein Schnapsglas rein. So viel. Also ihr kommt mit den 80, mit dem im Liter kommt, oh, da kommt er weit. Da kommt er sehr weit. Und ich weiß von einem Kumpel, der trainiert, also der pumpt, der hat auch Dit Vita Best Body hat er da, den Drink, den hat er sich, weil er bei mir gesehen hat, der hat ihm geschmeckt und der hatte vorher irgendwas anderes, das hat ihm nicht geschmeckt, aber ich weiß nicht, was das war und der hat sich das auch geholt und ist damit sehr zufrieden und der macht das zum Beispiel auch in Joghurt drin. Der holt sich natürlich einen Joghurt und der natürliche Joghurt, der schmeckt nach gar nichts, das ist ekelhaft. Und dann macht er sich dann auch so einen kleinen Spritzer drin, rührt es um und dann schmeckt er dann nach Apfelholunderblüte oder was weiß ich, habe ich auch Apfelholunderblüte. Also nur mal so am Rande erwähnt. So, das soll es jetzt aber auch dazu gewesen sein. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Däumchen wäre Träumchen. Wir sehen uns in den nächsten Tagen wieder. Ihr seht, hier ist auch alles voll. Ich muss hier noch Videos machen. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Ich mache auch weiter die Kur und ich halte euch auf dem Laufenden, wie es läuft und wie viel wir abnehmen und so. In den letzten Tagen konnte ich nicht jeden Tag ein Video machen, weil wir waren nur unterwegs. Aber sobald wieder was Interessantes passiert, kommt ein Video und sowieso einmal die Woche Wiegetag-Video und so zwischendurch, wenn was Bewegendes passiert ist. Aber sonst, ja. Und das geht noch eine Weile. Wir haben jetzt 8 Tage rum, 21 Tage geht's. So, ich bin dann jetzt aber wirklich weg. Haut da rein, bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.